50.000 Soldaten, 10.000 Panzer und Militärfahrzeuge, hunderte Flugzeuge und Schiffe. Bei ihrem größten Manöver seit dem Kalten Krieg testet die NATO in Norwegen nicht nur ihre Abwehrbereitschaft. Angesichts der Spannungen mit Russland ist die Übung Trident Juncture 18 auch eine klare Machtdemonstration. Bei dem Manöver geht es vor allem darum, Truppen möglichst schnell aus Europa und Nordamerika zusammenzuziehen, wenn ein Verbündeter angegriffen wird. Geübt wird außer in Norwegen auch in Island und im Luftraum über Finnland und Schweden. Deutschland ist ganz vorne mit dabei. Mit rund 8.000 Soldaten stellt die Bundeswehr gut ein Sechstel der Teilnehmer. Außerdem schickt sie 2.000 Militärfahrzeuge und Panzer sowie Kampfjets und Schiffe in den hohen Norden. Das große Truppenkontingent ist auch ein klares Signal an die USA, die Deutschland immer wieder vorwerfen, zu wenig für die gemeinsame Verteidigung zu tun. Die NATO-Militärs bestreiten, dass sich das Großmanöver gegen Russland richtet. Seit der Annexion der Krim hat das Bündnis seine Präsenz in Osteuropa massiv verstärkt. Die Übung fällt auch mit der Ankündigung der USA zusammen, ein wichtiges Abrüstungsabkommen mit Moskau zu kündigen. Das nährt international die Sorge vor einem neuen Wettrüsten in Europa.